Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Guild Wars 2. Ja, Provinz Metrika, ein Gebiet, in dem wir jetzt ja schon eine schöne Weile sind. Ein Startgebiet, das wir aber auch fast abgeschlossen haben. 90%, das heißt, uns fehlt nicht mehr viel. Gleichzeitig sind wir auch schon Level 68, das heißt, uns fehlt auch nicht mehr viel bis Level 70, wo es dann auch mit unserer Story wieder weitergeht. Das heißt, heutige Aufgabe: Provinz Metrika abschließen, selbstverständlich. Und dann versuchen, die fehlenden Level noch zu bekommen. Wenn wir es nicht vielleicht sogar diese Folge noch schaffen würden. Dafür müssten wir aber ein paar Events machen. Und dafür sind wir, glaube ich, auch in einem Startgebiet ein bisschen falsch, was ja die Erfahrungspunkte angeht. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir hier uns jetzt so weit ja, leveln können, dass wir das noch schaffen. Wer weiß. Ich nehme ein bisschen auch die Sachen hier mit, was jetzt so zum Abbauen ist. Und ja, dann passt das schon. Dann kriegen wir das alles hin. Genau, ein bisschen Kupfererz. Ich meine, Mats, es ist immer gut. Das haben wir ja gelernt. Und selbst wenn man sie vielleicht irgendwann mal verkauft, weil man sie, keine Ahnung, dann irgendwie doch nicht braucht oder so. What the fuck? Der Stein, der rödelt aber ganz schön hoch und runter. Oder die Waldfee. Ja, nehmen wir hier die Wegmarke mit. Und hier vorne gibt es dann also auch Aufgabe. Der rüttelt ganz schön krass hoch und runter. Helft der Löwengarde, die Quattelheilig in Schach zu halten. Vernichtet die Quattelheilig, zertrümmert ihre Geschütztürme und schützt den Hafen vor Angriffen. Oha. Das hört sich ganz schön böse an. Ja, und gleichzeitig haben wir hier gerade ein Event am Laufen. Ah ja, guck mal, die sind gemeint. Und was müssen wir machen? Heiliggebäude zerstören. Oha. War nicht nett. Das ist erfrischend. Das ist nicht nett. Erhebe dich von den Toten, Schönheit. Mal gucken. Ach ja, hier. Diese Gebäude hier zerstören. Gut, das sollten wir schaffen. Das sollte nicht so schwer sein. Oh. Wie man hier dieses ganze Glas splittern hört, wenn man da drauf haut. Das tut einem ja schon fast ein bisschen weh. Weiß nicht, wie es euch geht. Ein bisschen weh tut es mir trotzdem. Da ist noch ein Heileck. Geht halt hier jetzt relativ schnell mit dem Event, weil wir halt zeitgleich halt hier auch andere Leute da haben, die da drauf haben. Und natürlich während des Events auch meistens ein paar mehr Gegner da sind. Da geht das alles immer ein bisschen zügiger. So, hier haben wir noch Häuser. Oh, hier ist ja sogar eine Heldenherausforderung. Wie das halt auch stückweise zerstört wird, ne? Je nach Lebensbalken. So. Heldenherausforderung. Der Krug ist mit rotem Schlamm gefüllt. Allein von Anblick wird euch schon schlecht. Nehmt ein bisschen davon. Mächtiger zu werden ist nicht immer angenehm. Das Zeug riecht stark. Das zu probieren wird einiges an Überwindung kosten. Tschakka. Lecker. Hab Schwerzi. So, jetzt irgendwo ist noch ein Heiliggebäude, das noch nicht kaputt ist. Das ist auch so ein Stab 1 Spieler, oder? Ah, das... Einfach Stab 1, Stab 1, Stab 1, Stab 1. Wird schon klappen. Ich glaube, hier irgendwo ist hier noch ein Gebäude. Ach, da oben. Warte mal, kann man am Brunnen hoch? Ein bisschen schneller geht. Da habe ich mein Ziegel gezündet. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, damit wäre die Mission vorbei. Das Herzchen, die Quest und gleichzeitig wäre auch das Event vorüber. Mal gucken, ob hier noch ein weiteres Event kommt. Ja, dann bleiben wir noch kurz da. Aber es sieht mir nicht so danach aus, wie wenn hier noch ein anderes Event starten würde. Schade, hätte noch ein bisschen mehr XP mitnehmen können. So, dann müssen wir uns jetzt erstmal darum kümmern, das Herzchen abzugeben. Was es bei dem Händler so zu kaufen gibt. Nee, ein Veteran ist aufgetaucht. Ja, da wollen wir schon mitmachen. Da wollen wir mitmachen. Wir wollen ja schön XP abgreifen. Ja, hier sind die halt nicht so sonderlich hart. Oh, wir haben Level Up auch gerade bekommen. Durch was? Durch was haben wir gerade so viel XP gekriegt?
Ich weiß es nicht. Nochmal eine Heilig-Zunge. Ach, ich habe die Sammlung doch schon längst. So, aber jetzt wird normalerweise hier so schnell kein Event mehr kommen, oder? Würde mich wundern. Ja, die Heilig-Zunge ist halt ein Gegenstand, um eine Sammlung freizuschalten. Aber die habe ich halt schon und du kannst halt nicht mehr mit diesem Gegenstand machen. Ich glaube, verkaufen kann man es noch. Aber da bin ich mir auch gerade nicht so sicher. Wie die mich gerade alle hier anhauen. Meine Güte. Lasst mich doch in Ruhe. Was wollt ihr denn? Naja, die anderen bewegen sich schon zurück. Das heißt, ich muss nur die hier machen. Na gut, dann. Ich will nämlich zu dem Missionstyp Gedönse. Ach, du willst auch noch. Ja, warte. Du kriegst hier den üppigen Overload. So. Ich weiß, ich übertreibe mit dem Brunnen manchmal, aber es macht halt irgendwie so Spaß, wenn du den Brunnen drunter legst und zack, 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 alles toll. Das ist toll. Das ist richtig toll. Okay, alles klar. Die Löwengarde spricht euch ihren Dank aus, Sarazenia Shrine. Die Quattelheilig sind harte Gegner, aber durch eure Hilfe hatten wir es um einiges leichter. Anscheinend kommt ihr gut mit diesen amphibischen Gaunern klar. Ihr werdet ein echter Gewinn für die Löwengarde. Tav spricht mir da voll zu. Und Tav ist nicht leicht zufriedenzustellen. Na dann. Aber was habt ihr denn so anzubieten? Ein Heiligschlechtabzeichen. Ein Horn. Ja gut, zum Fällen. Und hier, die Skins haben wir schon. Ja, wie es halt hier schon steht, schaltet eine Sammlung Heilighistoriker frei. Und Inhalt bereits freigeschalten. Die können wir jetzt für einen Silber nochmals, können wir beide verkaufen. Wir können mal gucken. Heilighistoriker. Verzierte Großaxt. Schaltet alle Heilig-Waffen eurer Garderobe frei und sammelt eine Heilig-Zunge. Verzierte Großaxt. Könnt ihr mal gucken. Verzierte Großaxt. Ja, das ist wohl nichts, was man so bekommt. Das muss man wahrscheinlich bauen, könnte ich mir vorstellen. Muss ich mich irgendwann mal hinsetzen. Wir bekommen 16 Heldenpunkte. Das heißt, wir können weiter skillen. Sehr schön. Jetzt wird es aber echt mal Zeit. Ah, guck mal. Level 71 kriegen wir den dritten Spezialisierungsplatz. Na also. Dann können wir nämlich endlich hier mal weitermachen. Können uns den nächsten Baum aussuchen. So, den haben wir nämlich schon durch. Und hier müssen wir jetzt noch 24 Punkte reinstecken. Und dann können wir da nämlich uns auch drum kümmern. Wir haben hier noch was übersehen. Gehen wir mal von der Wegmarke aus. Ja, wir haben das Gebiet noch nicht 100% aufgedeckt, aber da kümmern wir uns auf alle Fälle drum. Geht in die Richtung, um Verbindungsturm Blink zu entdecken. Das hört sich jetzt wahrlich nicht sonderlich schwer an. Lass mich in Ruhe. Eku-Schößling, Holz! Immer schön mitnehmen. Immer schön abernten, damit ich es dann einen Tag später wieder verkaufen kann. Schrecklich, ich verkaufe zurzeit immer so viel Mats. Naja, ich habe zurzeit sehr viel Zeit damit verbracht, Charaktere mit Rüstung auszurüsten. Und die Rüstung dafür auch herzustellen, die Insignien selbst herzustellen, teilweise auch die Rüstung selbst herzustellen, aber keine aufgestiegen. Ich habe also teilweise jetzt exotische Rüstung hergestellt. Weil so viel aufgestiegen da. So viel Gold habe ich nicht, um mir noch mehr aufgestiegene Rüstungen zu machen. Aber halt Insignien, um halt die aufgestiegene Rüstungen, die ich schon habe, abzuändern und eben auch ja, neue Rüstungen zu craften. Das geht ganz schön ins Gold und da bleibt dir nichts anderes über, als ab und zu mal wirklich dein halbes Lager zu verkaufen. Natürlich bleibt einem auch anderes über, aber das ist halt der beste Weg. Ja, gerade wenn man mit den HOT, wenn es gut das Ganze haushaltet, dann hat man innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr viel Gold zusammen. Und dann funktioniert das sehr, sehr schön. Okay, dann kommt jetzt noch so ein Flatterviech dazu. Komm, da kommt noch einer. Ich glaube, dass ich ihn angehittet habe. Und so bekommt man so viele Mats. Da ist es eigentlich ziemlich einfach, Gold zusammenzusammeln. Wenn man in den HOT-Gebieten halt dort alles richtig macht. Wobei das teilweise nicht schwer ist, es falsch zu machen, sagen wir mal so. In diese Richtung ist noch ein nicht in Anspruch genommener Heldenpunkt.
Ach, das ist hier. Ja. Das hier ist nämlich ein bisschen gemein. Man geht hier vorne hin und man wird dann feststellen, dass da gar nichts ist. Und man muss hier nach unten und hier reingehen. Da, dem bin ich schon so oft auf den Leim gegangen, mittlerweile weiß ich es auswendig. Und ich meine wirklich oft auf den Leim gegangen. Und hier ist das Luminatewerk. Enorme Energiemengen strömen durch die Generatoren des Luminatewerks. Es hat genug Energie, um eine ganze Stadt zu versorgen. Dann holen wir uns diese Energie doch einfach mal. Zack. Gut, was haben wir denn jetzt noch Schönes? Dürfen wir ja bald durch sein, nicht wahr? Hier unten haben wir noch was übersehen. Wo? Oh, ganz hier unten. Das holen wir uns natürlich auch noch. Und dann haben wir die Karte ja schon so fast wie fertig erkundet. Oder ist es sogar dann schon fertig erkundet? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ach, wir sind da oben gar nicht reingegangen, ne? Wir haben die Mission so schnell abgeschlossen, dass wir gar nicht da jetzt den kompletten Weg gegangen sind. Man kann halt hier einmal im Kreis rennen und so. Haltet Scribblenauts davon ab, das Asura-Portal zu zerstören? Ja klar, gerne. Oh, da komm, da mach mal mit. Das ist nämlich ein schönes Event. Das ist ein sehr schönes Event. Wenn man das macht. Portal aktiviert sich wieder in 4 Minuten. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin. Jetzt will hier das hier mal aufdecken. Ich brauche Hilfe! Wieso? Ich mach doch gar nichts. Erstmal kurz das Gebiet hier aufdecken. Wird nicht aufgedeckt davon. Schade. Schön gewesen, wenn es dadurch aufgedeckt worden wäre. Was fehlt uns denn noch? Ja, das deckt sich dann wahrscheinlich durch was anderes auf. Da müssen wir dann nachher nochmal hier hin. Das machen wir dann, sobald die. Ich habe einiges noch nicht aufgedeckt. Guck mal hier. Das machen wir dann. Sobald wir die Karte vervollständigt haben, gehen wir da auf alle Fälle nochmal hin, weil da gibt es nämlich noch ein bisschen was zu entdecken. Was haben wir denn hier noch nicht entdeckt? Mal gucken. Ich will ja die Karten nicht nur so freilegen, dass wir nur die ganzen Sehenswürdigkeiten alles mitnehmen, sondern ich will natürlich auch versuchen, generell die Orte immer mitzunehmen, die dann als nicht erforscht gelten, auch wenn da gar keine Wegmarke oder so drin liegt. Weil deshalb erstens Jumping-Puzzles und solche Sachen sind, das möchte ich eigentlich auch ganz gerne alles mal haben. Zumal das, glaube ich, auch teilweise zu einem Erfolg gehört, solche Sachen alle aufzudecken. Gut, hier war jetzt nichts mehr, das haben wir jetzt einfach nur noch aufdecken können. Es war halt einfach nur nicht. Wir haben es uns halt einfach nur nicht Ich bin angesehen. schnell wieder mit. So, hier hätten wir noch ein ganzes Ding. Haben wir hier einen Skelk-Schleicher angehauen. Entschuldigung, Skelk-Schleicher. Kann man den unterbrechen, damit er sich nicht wegportet? Das wäre natürlich ziemlich cool. Das müsste man mal ausprobieren, was passiert, wenn so ein Skelk sich weggeportet hat und man dann gleich das Unterbrechen macht. Vielleicht kommt er dann wieder sofort. Brauchst jetzt gar nicht probieren. Ich hab doch Cooldown drauf, du was Geld. Geh weg. Moa. So. Wo geht's denn hin? Da lang? Ich glaube ja. Ich glaube nicht hier lang. Da geht's zur Wegmarke. Hier, glaube ich, geht's in den Tunnel rein. Sieht zumindest stark danach aus. Jap. Sehr schön. Was entdecken wir denn da drin? Da fightet auf alle Fälle schon jemand. Meine Kupfererz. Wut Toll. wächst. Aber da ist auch nichts drin hier, ne? Konnten wir jetzt nur reingucken. Außer ein Event. Müssen so ein Schlangenwind entkommen. Oder er soll Schlangenwind entkommen. Wir können ja mal gucken, dass wir denen noch was helfen. Aber, Was? Ich brauche Hilfe beim Verlassen dieses Ortes. Ja, meinetwegen. Also gut. Wer redet denn damit? Ach ja. Dann greift doch auch ein bisschen mit an, damit es schneller geht. Komm. Dauert ja ewig. Ja. Wenn er sich halt schneller bewegen würde, ne? Naja, ich sollte mich nicht beschweren. Ich sollte jetzt nicht mit Gewalt versuchen, die Map fertig zu bekommen. So, bist du jetzt ready? Können wir gehen? Alles klar.
Und wie gleiten wir den von der Höhle raus? Ich bin ein Genie, kein Kämpfer. Ja, ich beschütze dich ja schon. So, fertig. Weiter geht's. Ich habe den kleinen das ist mir ein Mimöschen. Etwas Hilfe könnte nicht schaden. Ich bin doch schon da! Hab dich doch nicht so! Mann, Mann, Mann. Beschwer dich doch nicht wegen jedem Käse. Was bist denn du für einer, ey? Beschützt mich! Ich beschütze dich doch! Ich finde das immer wieder so süß, wenn die einen das doch noch 10-mal sagen, dass man sie beschützen soll. Als wenn man das nicht eh schon wüsste. So, weiter geht's. Hast du gerade wimmernde Geräusche gemacht? Hast du etwa Angst? Also scheinbar ja. Da ist noch einer. Und weg damit. So. Ready, du kannst weiterziehen. Wo auch immer du hin willst. Sieh mal Anna an. Das war gute Arbeit. Danke. Gern geschehen. Tja, da unten haben wir noch unerforschtes Gebiet. Ja, das ist aber das hier wieder. Ich glaube nicht, dass ich das von hier aus betreten kann. Wir gehen mal nochmal da runter. Vielleicht muss ich doch durch das Portal durch. Bin mir gerade unsicher, aber normalerweise doch nicht. Das Portal, das zählt doch nicht zu den Sachen, die ich entdecken muss, oder? Täusche ich mich da so sehr? Ist das schon offen? Sind jetzt schon wieder über 4 Minuten vergangen, seitdem wir hier waren? Okay, wow. Ich hatte ja noch 4 Minuten Timer. Dann gehen wir da mal durch. Check. Kacks Versteck. Das ist ein unerforschtes Gebiet, aber hier ist doch, glaube ich, nichts, was man so bekommt, oder? Nee, da hier unten ist nichts drin. Dach hier unten, das fehlt uns noch, okay. Ja, aber ich bin jetzt hier drin. Ich will ja jetzt diese Ding hier machen. Das gehört hier ein paar Mal in Kalks altes Labor. Ist halt auch sehr schön, weil normalerweise kommst du halt hier nicht großartig rein, außer halt dieses Event läuft, das einen dann hier reinschickt. Dann gibt es halt hier auch ein Event zu erledigen, wo man hier halt helfen kann. Und ja, das Übliche halt, ne? Das Übliche halt. Und dann müssen wir das da unten noch entdecken. Ja, nächste Folge wäre aber dann Level 70. Nice, dann geht es bald wieder weiter mit der persönlichen Geschichte. Dann übernächste Folge wahrscheinlich. Mal gucken, wie schnell wir sind. Nachdem wir nicht ganz so schnell sind, dann geht es natürlich nicht so viel weiter. Ja, wir haben ja eh noch so viel zu tun. Ja, und das Equippen wird auch ein bisschen leichter sein. Wir werden nicht so viel farmen müssen, um uns dann bei Level 80 zu equippen, weil ich ja jetzt schon teilweise gut Sachen zusammenbekomme. Also das kriegen wir dann schon hin. Calcitronix war ein Genie. Nicht einmal mir wäre es eingefallen, die magische Resonanz mit rohem Kupfer zu verändern. Ah ja. Tschüss. Aber meine Liebe, ich verlasse dich jetzt. Ich porte mich darunter. Ich muss nicht unbedingt die XP von dem Event abstauben. Ruhe sanft. Das muss nicht sein. Sondern ich will mir jetzt eigentlich ganz gern noch angucken, was wir hier für ein unerforschtes Gebiet haben. Und wie wir das aufdecken. Ja, das ist es nicht. Genau, das hier ist diese Höhle. Die Wildflammenhöhlen. Aber das war es halt. Mehr ist da nicht. Einen Aussichtspunkt fehlt uns noch. Ach, der. Mhm. Muss man nicht eh sogar hier hoch? Ich glaube ja. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube ja. Ja, hier kannst du dann da runter gucken. Aber da müssen wir jetzt nicht runter gucken, weil da kommen wir ja sowieso hin. Also da wollen wir jetzt hin. Nur wie ging es da nochmal hin? Ah ja, hier lang. So einfach. Da müssen wir nicht durch das Ding gucken, weil wir kommen auch so dahin. Wunderbar. Und da oben ist auch schon der Aussichtspunkt. Ja, hier plötzlich Lava und Lava-Elementare oder Feuer-Elementare, die uns lustigerweise alle nicht angreifen. Wahrscheinlich, weil das genau da ist, wo die Leute aus dem Start, also aus der Stadt, Startstadt rauskommen. Dass sie hier noch keine
Monster machen wollten, die automatisch angreifen. Finde ich dann aber irgendwo auch gut. Weil gerade wenn man das Spiel noch nicht wirklich kennt und hier dann sofort Gegner sind, die einen sofort angreifen, vielleicht nicht immer so toll. Die Idee mit dem Guckfenster, da finde ich richtig cool. Mal von der anderen Seite aus reingeguckt. Und damit wären wir fertig. Seid gegrüßt, Reisende. Wie wir hören, seid ihr überall in der Provinz Metrika wohl bekannt und gern gesehen. Ihr habt euch in der Golemforschung, der Chaosmagie und vielen anderen Bereichen einen Namen gemacht, habt Abenteuer bestanden und meta-wissenschaftliche Pionierleistungen vollbracht. Alles, was eine Reise durch die Provinz Metrika zu bieten hat. Wir wünschen euch viel Glück und bei euren künftigen Erkundungsreisen, Club der Exploratoren Tyrias. Warum habe ich mich jetzt zum Schluss nur noch verlesen? Jute-Reste, Transmutationsladung, ja, und zwei Grünis. Das sage ich nicht, nein. Transmutationsladungen. Tatsächlich, wenn man also wenn man dann mal eine Weile kein PvP spielt, werden die dann echt plötzlich wenig. Dann können die einen doch plötzlich auf einmal ausgehen. Nein, ich habe noch sehr, sehr viele. Also ich habe immer noch um die 35 bis 40 Stück, aber die sind schnell weg, muss man sagen. Die sind schnell weg. Ja, damit haben wir die Provinz Metrika erkundet. Das heißt, wir werden uns nächste Folge ein neues Gebiet schnappen und dort dann eben versuchen, auf Level 70 zu kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.